Eine artifizielle und assoziative Addition geometrischer Versatzstücke. Das sensible Balancespiel zwischen den variablen Strukturzellen gibt dem Objekt seinen autonomen Reiz. Fujiwara Yotsuya entwickelt sein Repertoire aus dem Gegensatz von Improvisation und Komposition. Konzeptualität und Dingfestigkeit laufen aufeinander zu und vereinigen sich zu einer Choreografie entmaterialisiert schwebender Figuration. Wie teuer? 8000 deutsche D-Mark. Da möchte ich Ihnen ein Objekt zeigen, das Fujiwara letztes Jahr in Paris geschaffen hat. Pardon. Ich bin ganz sicher, dass es wunderbar in Ihre Sammlung passen würde. Sie machen mich neugierig. Ja. Oh, Baron! Sie sind doch gekommen. Sie schrecken ja vor nichts zurück. Aber ich bitte Sie, Fujiwara Yotsuya ist ein bedeutender Künstler. Ich denke ans Geschäft, das ist alles. Aber, Baron, ich bitte Sie wirklich, man... Geben Sie sich keine Mühe. Guten Tag. Wer war das? Herr Baron von Stilling. Sie müssen entschuldigen, aber wann darf ich zu Ihnen kommen? Sie hatten doch gesagt... Wenn Sie sich etwas davon versprechen, kommen Sie, wann Sie wollen. Danke sehr. Sagen Sie schon mal als Punkt. Ich komme aus dem Präsidium, ich weiß gar nichts. Bitte. Auf dem Präsidium wissen Sie nichts, das ist typisch. Ah, Herr Kommissar. Haben Sie die Spuren gesichert? Wir sind gerade dabei. Wir hatten den Toten entdeckt. Die Haushälterin vor etwa einer Stunde. Ah ja. Was ist denn mit dem Fenster da? Ja, eingeschlagen. Ne? Von außen. Offensichtlich hat ein Kampf stattgefunden, bevor der Täter hier... Darf ich mal? Ja, bitte. Er wirkt mit einem Strick oder einem zusammengedrehten Stück Stoff. Wegbringen. Haben Sie den Toten identifiziert? Ja, es ist der Besitzer dieser Villa. Das war Wolfgang Stelling? Ja. Er sammelte moderne Kunst und unterstützte auch Künstler und Kunstgalerien mit erheblichen Beträgen. Ich kann Sie hier nicht rein. Was möchte den leitenden Beamten sprechen? Bitte, bleiben Sie zurück! Die Dame ist an mir vorbei. Ich kann ihn gar nicht zurückhalten. Ist der Baron? Moment, wer sind Sie denn? Der Petrovic. Und woher wissen Sie, dass dem Baron was passiert ist? Ich habe einen Anruf gekriegt von Frau Rehberg. Das ist die Haushälterin. Sie haben den Ermordeten gekannt, ja? Ja. Ich war mit ihm befreundet. Ich habe eine Galerie. Mhm. Dann können Sie mir sicher ein paar Fragen beantworten. Ich werde es versuchen. War der Baron in letzter Zeit anders als sonst? Ich meine, hat er irgendwie geäußert, dass er sich bedroht fühlte? Nein, nicht, dass ich wüsste. Hm. Aber Sie kennen sich doch sehr gut aus in den Räumen. Schauen Sie sich mal um. Fehlt irgendwas? Ist irgendwas gestohlen? Nein, ich glaube nicht. Mein Gott, die eumenautischen Pendel. Was? Die eumenautischen Pendel, ein Kunstwerk. Sie sind weg. Ja, bitte, das ist doch bildschön. Mhm. Hervorragend. Also Kinder, wenn ich hätte... Der hätte ja sowas zum Schaukeln kaufen. Wissen Sie, was die Pendel wert sind? Nee. 120.000 Mark. Oh, stimmt, da gibt's billigere Schaukeln. Fahren Sie fort. Ja. Schöpfer des Kunstwerks ist ein gewisser Hubert Knurbaum. Ha, bildhübscher Bubi, hä? Ein berühmter. Ja, der Täter oder die Täter müssen von der Existenz der eumenautischen Pendel im Hause des Barons von Stelling gewusst haben. Durch ein eingeschlagenes Fenster dringen sie in die Villa ein. Der Baron überrascht sie, als sie das Kunstwerk mitnehmen wollen. Es kommt zu einem Handgemenge. Der Baron wird in den Sessel geworfen und mit einem Seil erwürgt, wie die Laboruntersuchung ergeben hat, mit einem Seil dieser eumenautischen Pendel. Danach verschwinden die Täter unter Mitnahme des Objekts. Ja, Herr Kriminaldirektor, ich glaube, im Wesentlichen dürfte der Fall damit wohl geklärt sein. Solche grundsätzlichen Schlussfolgerungen wollen Sie bitte mir überlassen, Herr Kettwig. Ja. Er war ein Freund und Kenner zeitgenössischer Kunst. Mit sicherer Intuition erfasste er die aktuellen Strömungen, setzte sich ihnen aus und förderte sie auf das Großartigste und Großzügigste. Kunst war für ihn die Sublimierung und Substanzierung seines humanen und sozialen Ego. Sein schreckliches Ende
Ein Ende durch Mörderhand ist ein Verlust für alle, die in einer materialisierten Welt ein geistig-ideelles, ein bildnerisches Refugium verteidigen. Baron von Stelling war dieser Galerie, ihren Freunden und Künstlern, aufs Engste verbunden. Sein warmherziges, sein tatkräftiges Engagement hat dieser schöpferischen Oase Rückhalt und Bestand gegeben. Wir werden sein Andenken allzeit in Ehren halten. Ich danke Ihnen. Danke. Der Arschloch. Meinst du mich? Wieso? Bist du eins? Na, Künstler. Aha. Bist du aus München? Ja, das hörst du doch. Und hast du ja dein Atelier? Ja, weißt du, ich mach so Objekte, multimediale. Heiße Hubert. Ich bin der Toni. Na, servus, Toni, dann gehen wir jetzt was trinken. Gute Idee. Ich komm gleich wieder. Ja. Sag mal, wen hast du dann vorhin gemeint mit dem Arschloch? Den Schwätzer da, den Kriminellen. Den Kleinen? Ja. Wenn Künstler irgendwo eine Ausstellung hat, dann sucht er sich die besten Sachen aus, verstehst? Mhm. Er schreibt eine Lobeshymne, jubelt den Künstler hoch, die Preise steigen sofort. Und er verhökert die Sachen, die er gerade gekauft hat, fürs Doppelte oder Dreifache, der Sauhund. Hast du da herin schon mal ausgestellt? Ja, ja, einige Male, ja. Okay. Ah, die eumenautischen Pendel sind also von dir? Ja. Die sind doch zuerst bei dem Baron von Stelling gekannt, gell, bei dem Ermordeten. Sag mal, du weißt ja direkt Bescheid? Ja, ein bisschen. Was heißt denn das eigentlich, eumenautisch? Keine Ahnung, das Wort hat der Hornberg erfunden. Die Leute wollen einen imponierenden Namen, dann kaufen sie. Sagt er. Sagt er. Prost. Prost. Baron Stelling, ja. Wie soll ich ihn beschreiben? Er war eine Seele von Mensch. Er glaubte an die Kunst und er lebte für sie. Allerdings erschien er mir in den letzten Tagen etwas bedrückt. Der Umgang mit Künstlern ist manchmal etwas schwierig. Ah ja, wollen Sie damit andeuten, dass... Er war zu gut für diese Welt. Ah ja. Auch für Ihre Galerie? Ich meine, er unterstützte Sie ja monatlich mit immerhin 6.000 Mark. Ne? Ich sagte bereits, er lebte für die Kunst. Ah ja, das hatte ich ganz vergessen, verzeihen Sie. Ja. Sie sind etwas zerstreut. Haben Sie Angst vor mir? Möchten Sie? Oh, nein, 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 ich glaube nicht, nein. Im Gegenteil, ich mag Männer, zu denen ich aufschauen kann. Ja, zu mir, ich meine zum Baron von Stelling. Zu dem konnte ich aufschauen. Sie, ja. Nee, Frau, der Baron hatte eine Lebensversicherung abgeschlossen. Im Todesfall auszahlbar an Ihre Galerie. Mithin bringt Ihnen also sein Tod immerhin eine halbe Million. Ich werde das Geld in seinem Sinne verwalten. Zufrieden? Noch nicht ganz. Wo waren Sie Sonntagvormittag zwischen 9 und 11? Sie sind nicht nur ängstlich, Sie sind auch misstrauisch. Ja, Gott, ängstliche Menschen sind ja immer ein bisschen misstrauisch. Also... Nun, ich habe am Abend vorher eine Ausstellung eröffnet für einen jungen japanischen Künstler. Ah? Die letzten Gäste gingen um 6 Uhr morgens. Und Sie? Ich? Ich blieb in der Galerie bis etwa 13 Uhr. Zeugen gibt's auch dafür? Oh ja. Dr. Hornberg war bei mir. Der Kunstkritiker, wissen Sie? Ja, ich weiß. Wir hatten eine längere geschäftliche Unterredung. Ja, und Dr. Hornberg weiß, ich meine, kann das auch. Oh ja, ja, ja. Fragen Sie ihn doch. Aber gerne. Wenn du wüsstest, wie mich das ankotzt. Warum machen Sie es dann, Herr Weininger? Weil ich niemand hab, der es für mich macht. Und weil ich ein sauberkeitsliebender Mensch bin. Von Natur aus. Bei mir, da kannst du vom Fußboden frühstücken. Nein, danke. Ich hab heute schon. Aber was anderes. Wie ist jetzt das mit den rheumatischen Pendeln? Nein, Herr Weininger. Eumenautische. So, der und? Ja, ich denke mir halt, dass der Mensch, der die gestohlen hat, auch den Baron umgebracht hat. Mhm, möglich. Die Frage ist jetzt nur, warum es gestohlen hat. Ja, das frage ich mich auch. Eigentlich lässt sich ja die Frage ganz einfach beantworten. Weil es ein Wertobjekt sein und weil er es zu Geld machen will. Geht nur deine Haxe weg. Ja, Entschuldigung. Ja, jetzt müssen wir uns halt bloß nur überlegen, bei wem er die Pendel zu Geld machen könnte. Ne? Bei mir bestimmt nicht. Also, die interessieren sich auch nicht für moderne Kunst. Wer sagt dir denn das? Auf den Eindruck. Also, Fröschl, auf deinen Eindruck brauchst du gar nichts geben. Das solltest du als Kriminaler eigentlich wissen. Entschuldigung, dass ich geboren bin.
Aber ich hätte schon eine Idee, wie man die Sache anpacken könnte. Ja? Was für eine? Nein, nein, die behalte ich lieber für mich. Oh, Herr Warninger, geben Sie mir doch einen Tipp. Hä? Fröschl, ich bin im Ruhestand. Und darum möchte ich jetzt mehr Ruhe. Was kann ich für Sie tun? Müsling ist mein Name. Professor Müsling. Ich habe heute Vormittag schon mit Ihnen telefoniert. Oh, ja, ich erinnere mich. Sie sind der Museumsdirektor. Aha, aus Zürich. Ganz recht. Ja, darf ich? Wie bitte? Ach so, sehr liebenswürdig. Danke. Schöne Sachen haben Sie da. Das muss man Ihnen lassen. Multiaxiale Objekte von Fujiwara Yutsuya. Ein bemerkenswertes Talent. Ja. Ich habe seine Ausstellung in London gesehen. Ja. Überhaupt diese Japaner, gell? Zuerst sind sie uns mit ihren Fotoapparaten gekommen und dann mit den Transistors. Und jetzt bringen sie uns auch noch ihre moderne Kunst. Ja. Sehr, sehr schön. Was kann ich für Sie tun, Herr Professor? Ja, ich weiß nicht, ob Sie unser Museum kennen. Nicht so sicher. Das Rütli-Museum für schöne Künste. Oh ja, natürlich. Ja, wir sammeln alles, was modern ist. Sehr interessant. Zu den Freunden und Förderern unserer Sammlung gehörte auch der Baron von Stelling. Sie haben ihn doch gekannt. Ganz recht. Eine traurige Geschichte. Sehr traurig. Als ich das letzte Mal in München war, so vor einem Vierteljahr, da habe ich ihn noch besucht. Naja, sein Haus ist ja ein wahrer Kunststempel. So viele Schätze. Und als ich ging, habe ich ihn gefragt, ob er unser Museum nicht eine seiner Köstlichkeiten, zum Beispiel die eumenautischen Pendel, verkaufen würde. Und der Baron? Ja, er schätzte unser Museum. Ich deutete es ja schon an, nicht? Er sagte ja. Es tut mir sehr leid, aber die eumenautischen Pendel sind leider verschwunden. Ich weiß. Sehr bedauerlich. Bedauerlich vor allem auch für Sie, gnädige Frau. Denn nach dem Wunsche des Verstorbenen sollte die Kaufsumme von unserem Museum an Ihre Galerie überwiesen werden. Können Sie das bitte nochmal sagen? Ja. Sie sollten die Kaufsumme bekommen. 120.000 Mark. Der Baron muss Ihnen schon sehr verbunden gewesen sein. Ja, so wird es wohl gewesen sein. Sagen Sie, gnädige Frau, Sie kennen doch die hiesigen Künstler, die Sammler und die Händler, wenn Sie vielleicht ein bisschen herumhorchen möchten. Hier ist meine Hoteladresse. Ich bin noch eine ganze Woche in München. Hinweise würde ich selbstverständlich ganz vertraulich behandeln. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen da große Hoffnungen machen kann. Ja, eine kleine würde mir schon genügen. Moment! Ja, bitte? Ja, grüß dich, Herr Fröschl. Ja, Herr Wagner. Das ist aber nett, dass Sie mal reinschauen. Ja, man denkt, das ist der Steiner. Ja, man muss nicht immer gleich das Schlechteste denken. Man muss nicht, aber man tut es halt meistens nicht. Was sagst du denn da? Ganz geißig. Was sagst du dazu? Ja, was soll denn das sein? Das ist ein multimediales Objekt. So? Ja, wenn ich da großer Künstler war, dann kriege ich 10.000 Mark dafür. Ja, und wenn ich Museumsdirektor war, dann kriege ich jetzt keine 5 Mark dafür. Aber Sie kriegen ein Bier von mir, wenn Sie mich. Ja, da sage ich nicht nein. Übrigens, heute Vormittag hat mich ein Mann angerufen im Hotel. Seit wann wohnen Sie im Hotel? Seit ein paar Tagen. Haben Sie einen erkündigt? Ich wohne doch dort als Museumsdirektor Müslein aus Zürich. Was bin ich? Oh, sind Sie raffiniert? Ja, was hat der Mann gesagt? Ja, er sagt, er könnte mir was erzählen über diese eumenautischen Pendel. Mhm. Ja. Ich habe mich mit ihm verabredet für heute Nachmittag um 3. Ziemlich weit draußen, an einem abgelegenen Ort.
Haben Sie mich heute Vormittag im Hotel angerufen? Sie interessieren sich also für die eumenautischen Pendel? Ja. Ich möchte sie gerne für unser Museum erwerben. Und wie viel wollen Sie dafür anlegen? 120.000 Mark. 160. Das ist aber viel. Ich hatte mit Herrn Baron Stelling vereinbart. Der Baron ist tot. Tja, 160. Also gut. Sie wissen, wo sich die Pendel befinden. Ich könnte es für Sie herausbekommen, ja. Ist ja schrecklich nett von dir. Toni. Ja, grüß dich, Hubert. Was machst du denn hier? Ach, du weißt doch, dass ich mich für alles interessiere, was mit Kunst zu tun hat, oder? Sie hatten doch gesagt, Sie würden alle Hinweise streng vertraulich behandeln. Ja, das habe ich ja müssen, sonst wäre doch der Dieb, der Pendel, nie aus seinem Versteck rauskommen. Jetzt fahren wir zuerst einmal zu dir heim, gell, Hubert? Polizei. Du Sau! Verlier bloß nicht die Nerven. Die wirst du noch gut brauchen. Das ist es. Also, jetzt sag was. Aber sag bloß nicht, du hast keine Ahnung, wie das da herkommt. Ich brauche einen Schnaps. Geben Sie mir einen. Ich warte. Ich hab's halt mitgehen lassen. Ne? Aus der Villa vom Baron. Ja. Und den Baron, den hast du. Was? Mit dem Strick. Ja, du spinnst wohl, damit habe ich nichts zu tun. Doch, trink. Jetzt erzähl mal ganz von vorn. Ja, der Baron hat mir die Pendel abgekauft. Vor 6 Jahren für 5.000 Mark. Aber zuletzt haben sie ihm dann nicht mehr gefallen. Naja, wenn man ein Kunstwerk jeden Tag sieht, das ist wie mit einer Frau. Eines Tages langweilt sie einen und dann will man sie halt loswerden. Hat auch schon einen Käufer gehabt, der hat ihm über 100.000 geboten. Ja, das nenne ich ein Geschäft. Ja, der Baron war ein nobler Mann, sollte die Hälfte abkriegen. Als die Ausstellung mit den japanischen Objekten eröffnet wurde, kam er in die Galerie. Ich habe ihn gefragt, wann ich zu ihm kommen dürfte. Er hat gesagt, kommen Sie, wann Sie wollen. Und am nächsten Morgen bin ich dann hingegangen. Kriege ich noch einen? Hm. Die Gartentür stand offen, die Haustür auch. Und als ich in den großen Saal kam, ja, da lag der Baron dann tot im Sessel. Und du hast ganz genau feststellen können, dass er tot ist? Ja, ganz genau. Weiter? Ja, zuerst wollte ich natürlich die Polizei rufen. Mhm. Aber dann habe ich die Pendel gesehen und gedacht, was sie wert sind. Und dann habe ich einen Tisch reingerückt, sie abgenommen und nach Hause gebracht. Beschreib uns doch das einmal ein bisschen, wie du sie nach Hause gebracht hast. Ja, da gibt's gar nichts zu beschreiben. Voll gibt's da was zu beschreiben. Auf deinem Motorradl bringst du doch das drum gar nicht rauf. Ja, ich habe mir einen Wagen geborgt vom Kollegen. Du hast also schon vorher, bevor du zum Baron gefahren bist, gewusst, dass du die Pendel mitgehen lässt, he? Ja, du hast aber die Pendel nur mitnehmen können, wenn du vorher den Baron. Noch einen. Ja, Hubert, da musst du uns schon noch mehr erzählen. Fujiwara Yotsuya verbindet seine Materialzellen zu einem synoptischen System, das gleichermaßen. Hey, Dr. Hornberg. Ich wollte von Ihnen eigentlich keinen Vortrag über moderne Kunst hören, sondern lediglich wissen, wo sind Sie nach der Ausstellung des Japaners gewesen? Ich dachte, Frau Petrowitz hätte Ihnen alles erzählt. Ja, nur ich würde so wahnsinnig gerne noch mal von Ihnen hören. Ja, wir saßen zusammen, Frau Petrowitz und ich. Wir sprachen über die Luzidität des jungen Japaners. Naja. Hatte ich Ihnen schon gesagt, Herr Doktor, dass es als Beihilfe zum Mord ausgelegt werden könnte, wenn Sie Frau Petrowitz ein falsches Alibi verschaffen? Sie glauben doch nicht etwa, dass Frau Petrowitz... Nein, nein, ich glaube nur, dass Sie nicht die Wahrheit sagen, Herr Dr. Hornberg. Sie müssen mich verstehen. Frau Petrowitz würde mir ewig böse sein. Das mag sein, nur wenn wir Ihnen böse sind, könnte das wesentlich unangenehmer werden. Ich werde versuchen, mich zu erinnern. Die letzten Gäste waren gegangen zwischen 5 und 6 Uhr früh. Ich blieb, um mit Frau Petrowitz meine Kritik zu besprechen. Sie schien unruhig, ja geradezu erregt. Kurz nach 10 verließ sie die Galerie. Hat sie gesagt, wo sie hingeht? Zu Baron von Stelling, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht. Aber nein, das täuscht sie ganz sicher nicht, Herr Doktor.
Der Baron konnte nicht begreifen, dass Kunst ein Geschäft ist. Ein hartes, rücksichtsloses Geschäft. Ein ewiger Kampf um Geld und Anerkennung. Er war ein Idealist. Und in der letzten Zeit kam es dann immer häufiger zu Auseinandersetzungen. Baron von Stelling drohte, seine monatlichen Zahlungen einzustellen. Ja. Und Sie mussten wohl auch damit rechnen, dass er die Bedingungen seiner Lebensversicherung ändern würde, nicht? Ja. Am Abend der Ausstellungseröffnung zeigte er Ihnen, wie schon oft, seine Verärgerung. Am nächsten Vormittag fuhren Sie dann zu ihm. Wollen Sie weiter berichten? Ich kann nicht. Darf ich? Ja. Durch ein eingeschlagenes Fenster dringen Sie in die Villa ein. Der Baron hat nichts gehört. Er sitzt im Sessel und schläft. Sie nehmen ein Seil der eumenautischen Pendel, werfen es ihm unter den Hals und ziehen zu. Hemmungslos und kaltblütig. Danach werfen Sie anstandshalber ein paar Möbel und Kunstwerke um, nehmen die Pendel mit, damit es dann wie ein Raubüberfall aussieht. Stimmt's? Wie können Sie nur etwas so Entsetzliches annehmen? Sie bringen die Dame ins Präsidium, Kettwig. Darf ich bitten, Frau? Ich habe mich in Ihnen getäuscht. Sehr sogar. Ich mich auch. Aha, grüß Gott, Benannt. Grüß Gott, gnädige Frau. Herr Professor Müsling. Nein, ich heiße Wanninger. Wanninger. Und wie steht's bei Ihnen? Wir haben den Fall gelöst. Oh, dann können wir uns gegenseitig gratulieren. Wir nämlich auch. Dieser junge Mann hat ein volles Geständnis abgelegt. Kriege ich einen? Ja, aber hinterher. Also? Am Sonntagvormittag, kurz nach 11 Uhr, bin ich zum Baron gefahren. Als ich in die Villa kam, hing der Baron an einem Seil. Der eumenautischen Pendel. Er hatte sich aufgehängt. Selbstmord, aus. Die Möbel und Kunstwerke standen am gewohnten Platz. Der Hubert hat natürlich sofort an den Wert der Pendel gedacht, aber er war leider nur mit dem Motorrad da und da konnte er es ja nicht wegbringen. Ja, ich fuhr also los, um einen Wagen zu holen. Und als ich nach einer Dreiviertelstunde zurückkam, lag der Baron, der vorher an einem Seil hing, auf dem Sessel. Und die Möbel, die vorher gerade standen, waren umgefallen. Ich dachte, mich tritt ein Pferd. Ich werde Ihnen sagen, was ich denke. Bevor Sie denken, würden Sie Frau Petrowitz zu Wort kommen lassen. Sie sind dran, gnädige Frau. Gegen 10.30 Uhr kam ich in der Villa an. Und da hat der Hubert gerade den Ort der Handlung verlassen mit dem Motorrad. Ich ging hinein ins Haus und da hing der Baron an einem Seil der eumenautischen Pendel. Ich dachte natürlich sofort an meine Galerie. Er würde nie mehr zahlen und die halbe Million von der Lebensversicherung war natürlich auch verloren, weil ja doch die Versicherungsgesellschaften bei Selbstmord nichts zahlen. Und dann, ja, da habe ich mir ein Messer gesucht und ihn vom Seil geschnitten und in einen Sessel geschleppt. Den Baron? Ein anderer hing da nicht. Also Sie wollen den schweren Mann abgeschnitten und weggeschleppt haben? Ja. Ich habe etwas verschwiegen. Als ich zum zweiten Mal zur Villa kam. Diesmal mit dem Auto. Da stand Frau Petrowitz neben dem Erhängten. Sie erzählte mir von der halben Million, die sie verlieren würde. Ja, da habe ich den Baron abgeschnitten und zum Sessel getragen. Dann haben wir die Möbel und Kunstwerke umgestürzt, damit es nach Überfall und Mord aussehen sollte. Und die eumenautischen Pendel? Die habe ich mit nach Hause genommen. Was sagen Sie dazu, Kettwig? Es kann so gewesen sein, aber es ist wohl auch nicht auszuschließen, dass es ein gemeinschaftlich verübter Mord war. Oh, das finde ich auch wesentlich einleuchtender. Also vielleicht kommt Ihnen die letzte Erleuchtung, wenn Sie das hier lesen, bitte. Was ist das? Das ist der Abschiedsbrief des Barons. Ich habe ihn auf dem Schreibtisch gefunden und mitgenommen, als ich die Villa verließ. Diese letzten tiefe Enttäuschung, kein Sinn mehr aus dem Leben. Wenn dieser Brief echt ist. Er ist echt. Lassen Sie die Handschrift prüfen. Tja, wenn sonst keiner mehr eine Frage hat. Doch, ich. Wer bekommt eigentlich die eumenautischen Pendel? Jedenfalls nicht der, der sie gestohlen hat. Mein Gott, ich bin völlig high. Ich habe einen Künstler entdeckt, ein Genie. Wir müssen eine Ausstellung machen. Das wird eine Sensation werden. Bilder ohne Rahmen, dimensionslose Objekte. A0. Was sagen Sie dazu? Also, wir gehen. Ja, also. Mach's gut, Hubert. Ja, servus. Guten Tag. Eine Frage noch, gnädige Frau. Ja. Was soll denn so ein Kunstwerk kosten? Oh, für Sie machen wir einen Vorzugspreis. Ja? Da wäre ich aber sehr dankbar.